willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich was ganz Cooles für euch. Also hätte mir das jemand erzählt, hätte ich diese Person geliebt. Und seht ihr das? Seht ihr die Streifen? Lassen wir das so? Ich weiß nicht. Irgendwie finde ich es... Oh, jeez. Nein. Lassen wir es so. Okay. Also, hätte mir das jemand erzählt, hätte ich diese Person geliebt. Vorweg einmal, mein 18 Dinge, das ich in 18 Jahren gelernt habe Video ist so gut bei euch angekommen. Danke, tausend Dank. Ich lese jedes Kommentar und ich bin euch so dankbar dafür. Und allgemein so froh, dass ich so eine Community wie euch habe. Ich bedanke mich immer in den Videos, weil es ist unmöglich in den Kommentaren. Es ist unmöglich. Und es kam mir so lange kein Video mehr. Also... deswegen wisst ihr wahrscheinlich auch nicht, dass ich seit geraumer Zeit eine Wimpernverlängerung habe. Eine selbstgemachte Wimpernverlängerung, die vielleicht nur 7 Euro kostet oder so. Aber sie schaut gut aus. Aber ihr habt sie bis jetzt noch nicht gesehen. Es war ein Desaster mit den Videos. Es war ein Desaster. Der Clou, ich will das ganz kurz und knackig halten. Ich habe so einzelne Wimpernstränge bestellt, einfach... weil ich finde Wimpernverlängerungen cool, aber ich habe halt einfach nicht das Geld, 100 Euro im Monat für meine Wimpern auszugeben. Nicht, dass ich broke bin, aber ich habe halt einfach Besseres mit meinem Geld vor. Und zwar sind das von Ardell die Not Free Naturals. Einmal in Medium und einmal in Long. Alle Sachen sind von Amazon, die Links packe ich euch in die Infobox. Ja, sind besser als die aus der Drogerie, die sehen nämlich wirklich natürlich aus. Und meine Mutter ist auf diesen Wimpernverlängerungstrain mit aufgesprungen. Ist ein bisschen crazy gegangen, hat schon mal vorbestellt. Ah, Mama, ich hab dich lieb. Alles, was ihr für eine Wimpernverlängerung braucht. Diese Wimpern. Oder welche, die euch gefallen. Tweezers, also Pinzette. Und Kleber. Und zwar ist das auch von Ardell der Lash Tight Adhesive in Black. Also schwarzer Wimpernkleber. Damit schaut euer Wimpernkranz dann noch dichter aus. Und das war's eigentlich. Es ist wirklich so einfach. Keine Ahnung, wieso ich nicht früher drauf gekommen bin. Ich zeige euch jetzt einfach, wie es geht. Und that's it. Ich muss es sowieso wieder machen. Ah ja, genau. Gott, Michelle, du machst ein Video und packst keine Infos rein. Okay, also dieser Kleber, der hält ungefähr eine Woche lang oder eineinhalb Wochen. Das kann bei jedem verschieden sein, kommt drauf an, wie gut ihr es angebracht habt und mit was euch abschminkt. Also es gibt ein Lösungsmittel, das habe ich auch irgendwo da, habe ich dazu gekauft, um den Kleber zu lösen. Ihr müsst halt aufpassen, dass ihr keine ölhaltigen Make-up-Entferner verwendet, weil das eben auch den Kleber löst. Also rein theoretisch könntet ihr diesen Kleber auch mit Babyöl lösen. Was ich dazu sagen kann, wenn ich die Wimpernverlängerung habe, dann tusche ich meine Wimpern nicht mehr, weil sie sonst irgendwie so komisch verkleben und dann fängt es an, hässlich auszuschauen nach einer Zeit. Ein Lidstrich ziehe ich ab und zu. Das gestaltet sich etwas schwieriger, wenn die ganzen Wimpern schon drauf sind und es ist im Weg. Und beim Make-up ist auch ein bisschen schwieriger, aber es ist so worth it, ich sag's euch. Also, ich gehe in letzter Zeit so oft ungeschminkt raus, einfach weil die Wimpern einen schon geschminkt aussehen lassen. Das heißt, ich stehe auf und gehe. Ich habe vor circa einer Woche oder ein bisschen länger her meine Wimpern verlängert und hier sind schon relativ viele draußen und hier sind auch schon ein paar draußen. Und ich werde sie jetzt mit euch nachfüllen. Also wenn ihr sie nachfüllt oder wenn ihr es zum ersten Mal macht, ist es komplett der gleiche Prozess. Ihr setzt einfach außen die längeren Wimpern hin, bis ungefähr hier, und dann nehmt ihr die Medium. Und ihr könnt das so viel auffüllen, wie ihr wollt. Also es ist komplett euch überlassen. Ich tue den Kleber immer da drauf. Ihr braucht echt nicht viel davon. Also wirklich so ein kleiner Tupfer reicht. So I leave it all behind. I always
So, das ist der Vergleich. Hier sind, glaube ich, auch schon zwei, drei drin und so schaut es fertig aus. Und ich finde es wirklich mega schön, es ist voll natürlich. So, das zweite werde ich off-camera machen. Fertig, so schaut das aus. Und ich bin mega zufrieden damit, ich kann es jedem empfehlen. Ich hoffe wirklich, ich konnte euch damit weiterhelfen. Das ist der Remover, habe ich auch noch rausgekramt. Und ja, lasst es mich wissen, falls ihr es ausprobiert habt oder nicht. Ihr könnt es mir gerne hier auf Social Media folgen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!